السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، درسنا باللغتين العربية والألمانية، بارك الله فيكم. ونتابع اليوم في جامع الترمذي أو سنن الترمذي، كتاب التفسير القرآن، و سنتكلم عن بعض الآيات من سورة يونس كما عند الترمذي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اليوم تريش سفر عربيش و دويتش، عربيش و دويتش، و wir machen weiter بإذن تعالى mit سنن الترمذي. بوخ von Tafsir al-Quran, Surah 10, Surah 11, wir haben Surah 10 geschrieben, also Surah 11, Surah Hud, Entschuldigung. هود عليه السلام، بارك الله فيكم، أرسله الله إلى عاد، إلى قومه عاد، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا هودا، فعذبهم الله سبحانه وتعالى. وطبعا بالنسبة للترمذي في كتاب تفسير القرآن، وأتى ببعض الآيات، ما أتى بكلها. الحديث 3109، بارك الله فيكم، الحديث ضعيف. الذي بعده طبعا الحديث فيه عن وكيع ابن حدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. طبعا الحديث عند الترمذي هكذا ضعيف، بارك الله فيكم، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق العرش، والعرش على الماء، وفوق العرش الله سبحانه وتعالى، وقبل أن يخلق الخلق ما كان في شيء، كان الله ولم يكن شيء مع الله سبحانه وتعالى، وخلق الله سبحانه وتعالى الخلق. واختلف أهل العلم ما هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى أول شيء، هل هو القلم أم العرش؟ فإذا قلنا بهذا القول هو العرش، وإذا قلنا بالقول الآخر هو القلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله خلق القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب كل شيء. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. Wir reden über einige Ayat von Surah Hud alayhi السلام. Hud ist der Prophet, den Allah subhanahu wa ta'ala zu Ad, sein Volk hieß in Ad, Allah subhanahu wa ta'ala hat Hud zu Ad gesandt, damit er sie aufruft, dass sie Allah allein einzig anbeten und dass sie kein Götzen anbeten. Aber leider haben die Leute von Ad, sie haben Hud verleugnet, a.s., und sie wollten ihm nicht folgen. Und sie haben ihm gesagt: ja, bring uns das, was du versprichst. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sie bestraft. Und hier, barakallahu fikum, wir reden, Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, hat einige Ayat erwähnt, rahimahullah ta'ala, in seinem Buch Tirmidhi. Und zwar erstmal Hadith 3109 von At-Tirmidhi. Diese Überlieferung ist bei At-Tirmidhi schwach.
Und zwar, barakallahu fikum, Abu Rusein sagte, oder Razin, Abu Razin sagte, ich fragte den Propheten, wo war unser Herr, bevor er die Schöpfung erschaffen hat? Er hat gesagt, kana fi ama. Das war so in ein, der hat das nicht beschrieben eigentlich, das ist wie Rauch. Ja? Unter ihm gab es kein Luft und über ihn gab es kein Luft und er hat seinen Thron auf dem Wasser oder über dem Wasser erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Diese Belieferung so ist schwach, wallahu ta'ala ala wa alam. Aber was wir wissen, barakallahu fikum, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala da war, Allah war und es gab mit Allah nichts. Und Allah hat alles erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Was hat er als erstes erschaffen? Die Gelehrten des Islam haben zwei Ansichten. Einige Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Schreibfeder als erstes, das ist Stift. Indem Allah subhanahu wa ta'ala der Stift gesagt hat, schreib, sagt der Stift, was soll ich schreiben? Schreib alles bis Ewigkeit oder bis zum letzten Tag. Und eine andere Ansicht von den Gelehrten, das erste, was Allah erschaffen hat, war sein Thron. Sein Thron. Und diese Überlieferung ist ein bisschen so Beweis dafür, aber leider, diese Überlieferung ist schwach. Auf jeden Fall, das spielt auch keine Rolle, was am Anfang erschaffen worden ist. Wichtig ist zu wissen, Allah hat alles erschaffen und Allah braucht keinen Schöpfer. Der Gott, der einzige Gott, der alles erschuf, braucht selber kein Schöpfer. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa an Abi Musa, an Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qal, inna Allah tabaraka wa ta'ala yumli wa rubbama yumhilu lidhalimi hatta idha akhadahu لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الله سبحانه وتعالى يملي للظالم يعني يعطيه وقت يمهله حتى إذا أخذه لم يفلت يعني لا يستطيع الظالم أن يفلت من عذاب الله سبحانه وتعالى وهذا بالقرى التي ظلمت يعني الناس الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وظلموا أنفسهم فأخذهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم أخذهم عقوبة لما فعلوا فإذا أخذ الله سبحانه وتعالى أهل قرية لأنها ظلمت فهذا الأخذ يكون شديد العذاب يكون شديد جدا وهذا بارك الله فيكم كان مع عاد وكان مع ثمود وكان مع قوم شعيب وكان مع أصحاب الأيكة وكان مع الأقوام مع قوم فرعون وقوم نوح فالله سبحانه وتعالى أنذرهم الله سبحانه وتعالى أنذرهم وخوفهم بطشه سبحانه وتعالى وخوفهم العذاب لكنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وظلموا فأخذهم الله سبحانه وتعالى ويمهل الظالم أن يعطيه وقت فقال أهل العلم أن فرعون بين قولته الأولى بين قوله الأول عفوا لما قال أنا ربكم وبين الثاني أنا ربكم الأعلى قالوا أمهله الله 40 سنة لعله يتوب في هذه 40 سنة وطبعا أن الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم لما فيه بارك الله فيكم أنه قد يتوب أو قد يزيد ظلما والآخر الذي يظلم يصبر أو يكفر وهذا هو الامتحان للاثنين والله تعالى أعلم وأعلم الآية 102 من سورة هود بارك الله فيكم 3110 حديث 3110 وزبا بارك الله فيكم أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه أتسلت دست بروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت الله سبحانه وتعالى جبت ديمينيجن gibt demjenigen, der Unrecht tut, gibt ihm, gewährt ihm Zeit, bis Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet,
dass diese Person bestraft wird, wenn die Strafe dann kommt, kann das nicht entweichen. Und dann las der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das wird, und so wahrlich ist so, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn dein Herr eine Stadt oder ein Dorf oder Leute bestrafen will oder wird, weil sie Unrecht getan haben, dann, wenn die Strafe kommt, dann ist das schmerzhafte Strafe, und die werden niemals davon verschont bleiben, und die können auch die Strafe nicht entweichen. Also man kann nicht sagen, ja, jetzt geht nicht. Und das ist die Sache, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala lässt eine Person, die Unrecht tut, gewährt diese Person Zeit. Da gibt es hier Weisheit. Die Weisheit ist, erstens, vielleicht sieht diese Person nach einiger Zeit, dass die Person Unrecht getan hat, und dann bittet Allah um Verzeihung, Vergebung, und versucht, das wieder gut zu machen. Das ist erstens. Zweitens, barakallahu fikum, damit die anderen, die zu Unrecht behandelt werden, damit sie auch geprüft werden, wie reagieren sie darauf, dass sie zu Unrecht behandelt werden, und ob sie Geduld zeigen, ob sie Allah lobpreisen, ob sie sagen, so hat Allah bestimmt, und wir sind mit dem, was Allah beschlossen hat, zufrieden, oder indem sie sagen, wir verleugnen alles, Gott hat uns verlassen, Gott ist nicht für uns, wir wollen diesen Gott nicht. Deshalb, für eine Person könnte die Lage positiv werden und für eine Person negativ. Wenn dieser Tyrann, der Ungerechte ist, wenn dieser vielleicht Reue zeigt, dann ist das gut für ihn. Wenn keine Reue zeigt, dann wird er bestraft, und wenn die Strafe kommt, dann trifft ihn genau. Und für die anderen, die zu Unrecht behandelt werden, oder die anderen, die das sehen auch, ja, dann ist das auch eine Prüfung, ob die zu Unrecht behandelten, ob sie Geduld zeigen oder ob sie kein Geduld zeigen. Und wenn die Strafe aber kommt, dann wird das natürlich geschehen, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Hadith 3111. عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله، فعلى ما نعمل على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. شقي وسعيد، في شقي إلى النار، وفي سعيد إلى الجنة. أي يوم القيامة لما يأتي الناس إما إلى الجنة أو إلى النار. طب هنا يا أخوة، عمر رضوان الله عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: طيب، إذا في أناس قد كتب عليهم أنهم من أهل النار، وأناس كتبوا من أهل الجنة، فيما العمل؟ لماذا نعمل وقد فرغ من الأمر؟ يعني انتهى الأمر، هذا إلى الجنة هذا إلى النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الأمر قد فرغ منه، يعني الأمر انتهى، قدره الله سبحانه وتعالى، وجرت به الأقلام أي كتب في اللوح، خلاص ما يتغير. ويا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له، يعني الذي سيكون من أهل الجنة سيسر العمل الجنة، والذي يكون من جهنم سيسر العمل جهنم. طبعا هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم، إنه كيف أنا من أهل، يعني كيف الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وهذا خلقه إلى الجنة وهذا خلقه إلى النار، من ناحية بارك الله فيكم التسيير وليس التخيير، أم أن القصد شيء آخر؟ القصد أن الله لما خلق الخلق
علم أن هؤلاء من أصحاب الجنة وهؤلاء من أصحاب النار، لأنه لو لم يعلم ذلك لم يكن خالقا. يعني لو لم يعلم الله إلى أين مصير فلان وإلى أين مصير فلان، فكيف يكون قد خلقه؟ يعني الآن لو عندك أنت شيء في يدك وقلنا لك من صنع هذا، وقلت أنا، فقلنا مثلا هل يتحمل الحرارة والبرودة؟ تقول ما أعلم. طيب ماذا يفعل؟ لا أعلم. ماذا يقول؟ لا أعلم. طيب هل ستصدق أن هل سيصدق الآخر أنك صنعته؟ سيقول لا. فلذلك انتبهوا بارك الله فيكم، الله خلق الخلق ويعلم كيف يفكرون وكيف يتألمون وكيف يحزنون وكيف يفرحون. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا كله، ويعلم أن هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ولكن ما أجبرهم على النار ولم يجبرهم على الجنة، وإنما أعطاهم قلوبا وعقولا، وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء وأقام عليهم الحجة. فمن اختار طريق الجنة فإن شاء الله إلى الجنة، ومن اختار طريق النار فلا يمل إلا نفسه. فذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. يعني أنت إذا كنت من أهل الجنة ستعمل بأهل الجنة بعمل أهل الجنة، وإذا كنت من أهل النار ستعمل بعمل أهل النار. فانتبهوا لهذا يا رعاكم الله، حتى ما يأتي واحد ويقول خلاص نحن مجبورون إلى الجنة أو النار. لا، إنما يعلم الله قبل الخلق من أصحاب الجنة ومن أصحاب النار، وهذا ما فيه إجبارهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 3000 3100 وزار عمر ابن الخطاب ساكت. als Allah سبحانه وتعالى die 105 von Surat Hud herabgesandt hat am Tag dass die Seele kommt und die kann nicht brechen außer wenn Allah das erlaubt. Und es gibt dann Shaqi, das wird Leute, die traurig sein werden, und Leute, die sich freuen. Leute, die gut sind und Leute, die schlecht sind. Leute, die in die Hölle kommen und Leute ins Paradies. Dann sagte Umar, ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, warum werken wir bezüglich einer Sache, die schon beschlossen ist? Dann sagte, oder nicht beschlossen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, doch, das ist schon beschlossene Sache. Und die Stifte oder die Schreibfeder haben das schon geschrieben. Aber oh Umar, jeder wird das treffen, wofür die Person erschaffen worden ist. Das heißt mit anderen Wörtern, es gibt Leute, die ins Paradies kommen und Leute in die Hölle. Und Allah, der einzige Gott, der alles erschaffen hat, musste unbedingt wissen, wer ins Paradies geht und wer in die Hölle. Weil Allah alles geschrieben hat, bevor Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Und wenn Allah nicht weiß, wer ins Paradies kommt und wer in die Hölle kommt schon später, dann ist er kein Gott mehr, kein Schöpfer. Und er hat nicht erschaffen. Ich gebe ein kleines Beispiel. Ich vergleiche das nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala, aber damit wir das begreifen, ein bisschen begreifen. Und zwar, barakallahu fikum, jemand bringt uns ein Gerät. Und wir sagen dieser Person, wer hat dieses Gerät erfunden? Oder wer hat das hergestellt? Der sagt, ich. Dann sagen wir dieser Person, wofür benutzt man das? Der sagt, ich weiß nicht. Was macht man mit diesem Gerät? Ich weiß nicht. Verträgt dieses Gerät Temperatur oder Kälte? Ich weiß nicht. Würden wir alle glauben, dass diese Person das Gerät erfunden hat und hergestellt hat? Definitiv nicht. Unter uns Menschen. Weil, wenn du etwas hergestellt hast, dann musst du wissen, was mit deinem Gerät ist. Ja, dann überleg dir, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht weiß, wer ins Paradies kommt und wer in die Hölle, und Allah hat alles vorher bestimmt und alles schon schreiben lassen in der aufbewahrten, geschützten Tafel, dann können wir niemals sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer ist.
Und deshalb, barakallahu fikum, Allah wusste das. Das heißt nicht aber, Allah hat uns gezwungen. Das heißt nicht, dass man so versteht, Allah zwingt eine Person ins Paradies und zwingt eine Person in die Hölle. Auf keinen Fall. Allah ist gerecht. Aber Allah weiß, diese Person wurde erschaffen und diese Person wird Kufr begangen oder der wird den Islam annehmen. Diese Person folgt seinem Propheten, die andere Person folgt nicht der Propheten, den Propheten, und dann kommt diese Person in die Hölle, die anderen ins Paradies. Das weiß Allah subhanahu wa ta'ala alles. Aber das ist ohne Zwang. Ohne Zwang. Deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala uns Verstand gegeben. Er hat uns Herzen gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Gewissen gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Propheten und Gesandte gesandt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Bücher, Bücher und Schriften mit diesen Propheten herabgesandt. Deshalb, wir können nicht sagen, wir haben das Wissen nicht bekommen. Und weil Allah gerecht ist, subhanahu wa ta'ala. والله تعالى على وأعلم. وعن عبد الله قال ابن مسعود قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها ما دون أن أمسها انتبه. وأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الآية 105 بارك الله فيكم من سورة هود. هذه الرواية اللي هي 3112 بارك الله فيكم. كل الأحاديث اللي بعدها كل الأحاديث التي بعدها في نفس الموضوع إلى 15 يعني 3115 كلها نفس الشيء ولكن تختلف كلمة أو كلمتين. مثلا قالوا هنا أنا ما جمعتها. هنا قال لو سترت على نفسك. وفي رواية أنه فقط قبلها. قبلها في أقصى المدينة قبل. يا رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا قبلت امرأة ولكن لم أمسها. طيب الذي قبلها مسها ولا لا؟ مسها أم لا؟ مسها. فإذا أمسها هون شو القصد؟ الجماع. أنه ما لم أمسها أي لم أجامعها. لم أجامعها. فذلك قال أهل العلم لامستم النساء كناية عن الجماع. والله تعالى أعلم. فقالوا إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني إذا الإنسان أتى في رواية قالوا صليت قالوا نعم قالوا إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصغائر يا أخوة الصغائر الأمور الصغيرة التي يفعلها الإنسان إذا أتى بحسنة بعدها فإن الحسنة تذهب السيئة والسيئة تذهب بالاستغفار وبعمل الخير وبالعمل الحسن بعد السيئة وبالتوبة لا شك. بارك الله فيكم جزاك الله خير. طبعا هنا أيضا قال له لو سترت لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فيه أن الإنسان أتى بمعصية حتى لو كان فيها حد فإنه ما يذهب إلى القاضي ما يذهب إلى يستر على نفسه وما يتكلم لأحد بذلك. يعني عصيت الله استر على نفسك توب بينك وبين الله سبحانه وتعالى وما تكلم بين الناس. فذلك قال له استر على نفسك وتوب ولا تخبر أحدا لما سأل أبا بكر
سأل هذا الرجل أبا بكر، فقال له أبو بكر استر عن نفسك وما تخبر أحد، ولكنه ذهب وقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسنات، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الحسنات تذهبن السيئات. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. دي حديثة 3112 بس 3115 دي sind eigentlich بارك الله فيكم alle Überlieferungen sprechen über den gleichen, denselben Sachverhalt. Und zwar ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte: O Gesandter Allahs, ich habe eine Frau an einer Ecke von Medina genommen und ich habe sie genommen, aber ich habe sie nicht berührt. Und in einer Version: Ich habe sie geküsst. Geküsst und nicht berührt. Was versteht man das? Barakallahu fikum, berühren hier bei den Arabern, lamastuha au lam amassaha, bedeutet Geschlechtsverkehr. Also ich habe mit ihr keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Nur, ich habe sie geküsst oder ich habe sie nur angefasst. Dann sagte Umar zu ihm, der sagte ihm: Allah hat dich bedeckt, warum erzählst du das? Dann hat der Prophet sallam ihm nicht gesagt, dem Mann. Und der Prophet sallam hat gewartet, der Mann ist weggegangen. Und dann hat der Prophet sallam ihm gesagt: Geh zu ihm und hol ihn zurück. Dann hat er ihm gesagt: Hast du gebetet? Der hat gesagt: Ja. Der hat gesagt: Allah hat Koran herabgesandt. Verrichte das Gebet an die beiden sozusagen Anfang und Ende des Tages, nämlich die guten Taten löschen die schlechten Taten. Und in einer Version, dieser Mann ging zu Abu Bakr und er sagte ihm: O Abu Bakr, ich habe eine Frau angefasst, ich habe sie geküsst, aber ich habe mit ihr keinen Geschlechtsverkehr, also ich habe keine Unzucht begangen, keinen Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt. Der Abu Bakr sagte ihm, und Umar sagte ihm, sage, erzähl niemanden und bitte Allah um Verzeihung und Vergebung. Aber der Mann konnte nicht, der ging zum Propheten und er hat ihm das erzählt. Dann sagte der Prophet: Hast du gebetet? Er hat gesagt: Ja. Dann hat er gesagt: Das Gebet hat das sozusagen gelöscht. Und das ist bei kleinen Sünden. Wenn man kleine Sünden begeht als Muslim und natürlich, eine Frau zu küssen ist keine kleine, aber das ist eine Sünde, die ist nicht von diesen großen Sünden, dass man unbedingt dafür Reue zeigt. Bei großen Sünden brauchst du Reue. Aber bei kleinen Sünden, du musst Allah um Verzeihung, Vergebung bitten. Und wenn du gute Taten begehst, eine schlechte Tat wird als Schlechtes geschrieben. Und wenn du gute Tat begehst, dann wird diese gute Tat die schlechte Tat löschen oder tilgen. Und deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Hast du gebetet? Und dann kam dieser Koran. Das heißt nicht jetzt, dass jemand sagt: Okay, dann werde ich das und das machen, ich werde sündigen und dann beten und dann wird Allah mir verzeihen. Du hast keine Garantie, keiner von uns hat Garantie, dass Allah ihm verzeiht und vergibt. Aber das ist eine Tür, die Allah geöffnet hat für uns. Wenn wir Fehler machen, wenn wir eine Sünde begehen, dann können wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Kehren. Barakallahu fikum, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeiht. Und wichtig ihr dieses Berühren, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Aula mastum an-nisaa, das bedeutet, oder dass ihr die Frauen berührt. Berühren heißt hier nicht das bloße Anfassen oder Berühren, sondern das heißt, barakallahu fikum, Geschlechtsverkehr. Das heißt, wenn man dann eine Frau berührt, das heißt nicht, dass es die Gebetswaschung ungültig geworden ist. والله تعالى أعلم وأعلم مرغى الله سبحانه وتعالى von mir und von euch annehmen مرغى الله سبحانه وتعالى uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Somit kommen wir zu Ende des Unterrichts. Barakallahu fikum. Die Brüder und Schwestern im Internet, ihr könnt eure Fragen ein bisschen warten auf YouTube. Wir auf YouTube nur warten, die anderen kannst du lassen. Barakallahu fikum. Die Brüder und Schwestern dann, die Fragen haben, dann bitte auf YouTube. Ihr könnt eure Fragen in YouTube stellen, auf unser Kanal dort, und dann werden wir das nehmen. Aber wir machen nur
kurze Pause, bis die Brüder hier, die bei mir sind, weggehen. Und dann kommen wir wieder rein. Bidni ta'ala, barakallahu fikum, sagt Allah, möge Allah von mir und von euch annehmen.